Tag und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ihr seht es, der Herbst hat langsam Einzug gehalten. Hier hinten sind schon die ganzen Blätter am Boden. Macht aber nichts. Der Sommer war umso schöner. Und zwar im Sommer habe ich mir einen ziemlich geilen Traum erfüllt. Seit 4 Jahren habe ich mir immer gewünscht, mal Biwak fliegen zu gehen. Und es hat diesen Sommer geklappt. In den 4 Videoteilen zeige ich euch, was ich da erlebt habe und wie geil das war. Und ja, lasst euch einfach daran teilhaben. In dem Sinne, viel Spaß und genießt die Aussicht. Die ersten Höhenmeter sind geschafft. Der erste Startplatz ist in Sicht. Da oben, jetzt sind wir gemütlich hier in einer Viertelstunde 1000 Höhenmeter hochgelaufen. Nee, Spaß. Das erste Mal haben wir jetzt einen Shuttle genommen. Das ist einfach eine gigantische Bergwelt hier. Die meisten von meiner Gruppe sind auch schon da. Der Timon fehlt jetzt noch, der läuft hoch. Da sieht man auch schon die ersten Piloten aufdrehen da hinten. Landen und halt nochmal, was habt ihr gezahlt fürs Hochfahren hier? 10, also 70 für 8 Leute. Geil. Also, der ist nicht verfügbar. Ich war nicht ausgestellt. Das brauchst du ja. Man kann auch abends noch schlafen. Den ersten Schlafplatz für heute Abend definiert. Und zwar. Wenn man das hier sehen kann, wenn es nicht zu sehr spiegelt, da an dem Grat, da möchten wir irgendwo landen. Erst ein bisschen schleppend und wenn man es dann mal ein bisschen hoch geschafft hat, dann ist das hier das bekannte Ridge Riding. Jetzt geht es erstmal im Geradeausflug da hinten rüber zum Niesen. Bis wir dann zurück sind, sind die anderen auch alle in der Luft und dann können wir als gemeinsame Gruppe uns auf den Weg machen. Ah ja, da unten sieht man übrigens den Thunersee. Kannte ich vorher auch nicht, aber sieht wunderschön aus. Die gesamte Kette vom Startplatz entlang geflogen, sind jetzt hier an für mich relativ inneralpin. Der Timon ist schon vor, hat den großen Talsprung schon gemacht. Ja, der Boris und ich, wir kommen jetzt noch und jetzt geht's wieder los. Ich melde mich gleich wieder. So, jetzt haben wir den Talsprung da vor uns. Timon ist schon rüber. Ah, unglaubliche Landschaft hier einfach, Wahnsinn. Da hinten sieht man den Gletscher, ich weiß nicht welcher das ist. Boah, unfassbar. Wunderschön, ey, krass. Timon und Simon, die waren schon, ich weiß nicht, ob sie über dem See waren da vorne, aber die haben jetzt schon ein bisschen mehr Zeit verbracht hier. Ich fliege den jetzt mal hinterher. Boah, es ist einfach der Hammer, wie das aussieht hier. Woo! Wahnsinn, ey! Vorne jetzt hier unter Grad, dann die auf der Nordseite, so viel Sinn macht das, wenn ich vorne zu landen.
hinten ist das, der Wispele. Da möchten wir jetzt einlanden. Dann mal schauen, ob es da was zu futtern gibt. Perfekt. Jetzt passt's gut. Passt gut. Ja. Tatsächlich geschafft. Alle eingelandet. Wahnsinn, jetzt essen wir ein bisschen was, packen gemütlich zusammen und dann schauen wir mal, was wir am Nachmittag noch so treiben. Wir sind da oben eben eingelandet und jetzt wollten wir eigentlich da hoch zur Bergstation und haben aber hier so eine richtig urige Hütte gefunden. Gibt sogar noch Hodekreis und Rivella. Und jetzt lassen wir uns das noch schmecken und dann entscheiden wir, wie wir weitermachen. Die Jungs sind auf jeden Fall alle top zufrieden, top motiviert. Ein bisschen. Jetzt haben wir uns auch einen schönen Platz gesucht hier zum Bivakieren. Alles schon aufgebaut. Die Jungs gehen jetzt gleich noch ein bisschen sorn. Wenn es geht, schauen wir mal, was der Wind macht. Könnte gehen. Ja, und dann schauen wir da Sonnenuntergang und morgen früh da Sonnenaufgang. Das war jetzt der erste Tag Biwakfliegen hier in der wunderschönen Schweiz. Richtig geil, wie wir waren jetzt gerade noch unten, haben den Sonnenuntergang genossen. Einfach ein Traum. Die Jungs machen jetzt noch ein Lagerfeuer unten. Das ist so eine coole Grillstelle. Ich bin schon ziemlich müde. Ich hau mich jetzt noch ins Zelt, höre noch ein bisschen Musik und dann treffen wir uns morgen wieder zum Sunrise. In dem Sinne, gutes Nächtle.